Hallo, meine Lieben. Da wir Winter haben, ihr könnt es aber auch im Frühjahr oder im Herbst auch machen, bloß im Sommer ist es immer ganz schlecht, machen wir eine Ente. Ich habe heute eine Ente geholt. Dann habe ich viel sauber machen müssen, muss ich euch sagen. Manchmal bekommt man die Ente sauber, aber meine war leider überhaupt nicht sauber. Seit heute früh supfe ich mit so einer Pinzette, aber jetzt ist er schön sauber. So, ich stelle euch nicht auf, ihr wisst, während ich mache, zeige ich euch. Also ich nehme meine Ente. So, wir legen unsere Ente in den Bräter. Dann habe ich hier so Gewürz. Geflügelgewürz. Und man kann es auch selber mischen. Aber es gibt fertige. Warum soll man da so viel Arbeit machen? Und wenn es rausgeht. Das geht schlecht, also nehme ich es mit der Hand raus, weil ich muss ja sowieso reiben. Wenn es nicht geht, so viel. So. Bisschen rein drehen. So. Und dann reiben wir schön. Unsere Ente. Viel Zeug gebe ich eigentlich nicht. Ich möchte ja von Entenfleisch auch was schmecken. Ich nehme immer so einen Apfel. Ihr könnt grün, rot, egal. Dann steche ich ein bisschen und stopfe das da rein. So, weil es kleine Äpfel sind, habe ich jetzt zwei genommen. Okay, gut, zwei Äpfel. Dann schneide ich mit meinem Messer. Rote Zwiebel oder weiße. Ich habe heute rote und weiße gehabt. Schneide hier mal Zwiebel rein. Hoppla, was ist das? Ah, schau mal. Weil es Winter ist, sind die Zwiebeln gefroren. Die muss ich jetzt alle raustun. Ach komm, die schmeiße ich weg. Schaut mal her. So wird man veräppelt. Jawohl. Gut, die schmeiß mir weg. Ich habe ja noch eins da. Die Zwiebeln frieren, wenn du kaufst und nach Hause kommst, sind sie putt, kaputt, kaputt. Dann nehme ich eine Karotte, schäle sie ein bisschen. Okay, schneide Karotte rein und ich gebe Tomaten, so reife. Im Winter ist es ein bisschen schlecht mit den Tomaten. Aber ich habe jetzt welche gekauft. Die schneide ich auch so vierteln, schneiden, vierteln. Okay. So. Eigentlich ist das alles. Dann gebe ich noch ein bisschen Wasser rein. Das muss schön drin sein. Moment, ich den kleinen tue ich hier mal vor, nach hinten, den großen nach hinten. Dann schön so ist, so ist besser. Okay, dann gebe ich noch ein bisschen Wasser. So. Fett und so weiter brauchen wir ja nicht, weil Ente ist ja sowieso schon fett. Okay, jetzt schiebe ich das in die Röhre, in den Ofen. Und zwar, ich schätze mal, dass es gut 2,5, 3 Stunden dauert. Und wenn ich es raus tue, dann brauche ich Honig. Das ist mein Honig, den das nehme ich nur für Geflügel, weil ich da immer mit Pinsel reinlange. Deswegen habe ich diese Honig ist nur für Geflügel. Dann habe ich hier Erdnussbutter und wir brauchen dann noch Mandeln. Das zeige ich euch dann. Ich mache das so zuerst, dass ich es mit geschlossenen Deckel mache so gut 2,5 Stunden und dann eine halbe Stunde ohne Deckel, dass schön knusprig wird, dass man dann auch von alle 4 Seiten knusprig braten. Also, bis später. So, wie gesagt, hatte ich jetzt ungefähr 3 Stunden in der Röhre. Jetzt mache ich mal auf. Oh, heiß, heiß, heiß. Sehr heiß. So, dann hole ich hier mal mein schönes Stückchen raus. Schaut her, das ist schön durch alles.
Es darf ja bloß nicht auseinanderfallen. Ich mag das nicht, wenn er auseinanderfällt. Macht er nicht. Schön drauf. So. Jawohl. So, das wird jetzt eine Soße. Das stelle ich erst einmal weg. Also wir bestreichen das ein bisschen mit Honig. Okay. Dann nehmen wir das. Oh nein, nein, nein. Bevor wir rumdrehen, kommen da ein paar Mandeln drauf. So. Dann drehe ich es rum. Vorsichtig. Mein Freund, bleibt ganz. So. Die Flügel, die schneidet man eigentlich schon weg, aber ich mache das, wenn es schön knusprig ist. Auch bei Hähnchen. Wo ist die Haut? Da ist die Haut. So. Okay. Jetzt wieder ein paar Mandeln drauf. So, das kommt jetzt. Ich habe meinen Herd zurückgeschaltet. Jetzt gebe ich das in den Herd rein, damit es ein bisschen knusprig wird. Und dann gehen wir an die Soße. Das ist jetzt die Soße. Jetzt gebe ich ein bisschen Mehl dazu, damit es bindet. Das sind meine Äpfel. Die geben auch sehr guten Geschmack. Okay. Das ist schon eingeschaltet. So, jetzt rühren wir ein bisschen. Das wird jetzt, da lasse ich das ungefähr so nur ein paar Minuten kochen, dass man den Mehl nicht riecht. Ja, nur ein paar Minuten kochen. Und hier sind meine Klöße. Die sind auch schon soweit. So, was ich vergessen habe, Leute. Ich habe Erdnussbutter. Das gibt auch einen sehr guten Geschmack. Und die Soße, nur so ein Löffel voll. Okay, das müsst ihr reintun. Muss nicht sein, aber mir schmeckt es besser mit der Erdnussbutter. Dieser süße Geschmack von Honig, Äpfeln, Karotten und dann halt das Salzige von Erdnussbutter. Gibt einen sehr, sehr guten Geschmack. Jawohl, ist auch gleich geschmolzen. Jetzt gehen wir ans Servieren. So, jetzt habe ich es raus. Die Mandeln sind nicht ganz durch, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, jetzt schneide ich euch mal eine Portion. Das ist auch wieder so eine Sache. So. Okay. So sieht es dann aus. Also, ich wünsche euch einen guten Appetit.